Jetzt ist es wieder zu heiß, weil hier wieder 1 Million Grad sind. Also in der Nähe vom Vulkan ist ja einer. So, wie viel haben wir dann? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gut, dann machen wir zack, zack. Und den noch dazu. Und dann haben wir nochmal hier ein bisschen Stein oben drauf. Und dann gibt es jetzt Zündpulver. Wie war denn das? Es braucht mehr Feuerstein als Stein, aber man kriegt auch, glaube ich, 2 raus, kann das sein? Guck mal, ich komme hier wieder mit Escape nicht raus, ich raste aus. Ja, es gehen immer 2 rauf, sehr gut. Und dann stellen wir das auch her. Hier ist die Herstellung abgeschlossen. Dann nehmen wir mal Zündpulver. So ein bisschen was hier raus. Finger hier, guck mal, nehmen wir mal so 10, ne? Weil 1 brennt 1 Minute. Ich habe mir nicht gerade 10 abgeteilt. Moment. Ich habe hier auch noch einen Stack. Sehr gut. So, ich möchte mir gerne 10 abteilen für den Kochtopf. Es klappt nicht. 10. Und dann okay, weil Escape nicht funktioniert. Meine Herren, ey. So. Das da rein. Die da rein. Wir brauchen auf jeden Fall auch Heiltränke. Oder Medizin. So, nehmen wir mal 30 von ab. Passt. Das kann da wieder zurück. Das da rein. Die einmal zu mir. Kann ich das auch da drin auffüllen? Müssen wir gleich mal gucken. Und dann Feuer entzünden. Ich gucke jetzt mir das mal an, ob ich das da drin auffüllen kann. Das geht ja relativ fix. So, wann ist eins leer? Gleich. Das kann man weg. Das geht nicht, ne? Ne, ihr müsst es einmal rausnehmen, könnt ihr... Oh, das ist super. Es ist crazy einfach. Gut, das läuft also immer durch. So ein bisschen. Das natürlich denn beim Industrial Cooker ist es halt ein bisschen cooler, weil wir das nicht auffüllen müssen, sondern es wird dann automatisch mit Wasser versorgt. Da wollte ich nicht rein, da wollte ich auch nicht rein. Ich wollte einmal hier unten die Steintafel weg haben. So. Dann das Mammut soll Money genannt werden. Sehr schön. Megatherium ist am Start. Da haben wir noch keinen Namen für. Und wir haben auch vor allem noch gar keinen Sattel dafür. Weil ich da nicht mit gerechnet habe, dass wir tatsächlich so früh eins kriegen. 100 Zement. Ich glaube, wir kommen nicht mehr ganz auf 100 Zement, ne? Ich habe das Zement auch. Den Zement? Das Zement? Den Zement. Ne, wir kommen wirklich nur noch auf 99. Gut, aber wir haben Chitin und wir haben Stein, also wir könnten noch was herstellen. Das Komma soll da weg. Mesotherium. Fasern, Leder. Es ist mir zu heiß hier. Es ist wirklich brutal. Ich sterbe dadurch schon wieder. Und ich habe doch schon die guten Sachen an. So, das mal rüber. Nochmal anziehen hier. Aus, aus. Was ist denn los? Wie viel Grad haben wir denn? 52. Ja, da würde ich aber auch am Rad drehen, oder was? Dass ich mich immer so krass dagegen hielen muss. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich wollte einen Sattel machen und dafür brauche ich... Ich will das mal kurz tracken, was ich noch brauche. Megatherium. Terrerorium. So, wir brauchen Fasern und Leder. Leder, Leder, Leder. Leder könnte wirklich ein Thema werden, langsam. So, Leder. Leder. Das ist viel. Hat kein Leder.
brauchen noch ein bisschen Leder. Hast du noch Leder? Zufällig. Zufällig. Ich glaube, da habe ich auch schon dreimal reingeguckt mittlerweile. Zufälligerweise nein. Ich muss mir nochmal gegen hier. Das ist das Ding. Ich hiel mich einfach gegen. Ein Otter wäre halt noch eine Option. Können wir auch noch alles machen. Aber aktuell ist gegen hier dann gesagt. So. Leder brauchen wir neu. Wir brauchen. Ja, Barren haben wir da drin. Fasern. Das sieht aus, als könnte man das fahren, kann man aber nicht fahren. Hier können wir noch ein bisschen was wegnehmen. So, Fasern haben wir. Dann ist jetzt gerade echt Leder das Problem. Klären wir kurz. So, der Anki läuft auch noch durch, ne? Sehr gut. Hä, wie dicht hier auf einmal wieder alles bewachsen ist. Crazy. Das Ding ist, ich habe ja häufig einfach diese erhöhte Perspektive vom Agi oder von irgendwelchen Dinos. Wenn man nochmal so hier langläuft, ne, sieht schon richtig krass aus. Also richtig schön einfach. Ja, kann man so sagen. Welches Level haben sie denn? Weil, so vom Lederfaktor her, ich glaube, ich müsste sogar noch eine Bola haben. Siehst du, guck mal, dann kann ich das mal so machen. Dann muss ich die auch nicht blöd hinterherlaufen die ganze Zeit. Zack, Peng. Ja, das hat sich hier gleich erledigt. Ja, es ist auch gleich vorbei, wirklich. Na! Ah. Es hat nicht gereicht. Hallo. Ja, bitte guck mir nicht so an. Das ist halt für einen guten Zweck. Weißt du, das Megatherium braucht halt einen Sattel und so und dann kommen wir weiter. Könnte in eine Höhle gehen. Also das dient auch schon was. Ne? Ich mache das jetzt nicht aus Spaß. Bringt dir natürlich jetzt wenig, aber. So, genug Leder. Megatherium-Sattel ist am Start. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie noch irgendwo einen rumliegen haben aus irgendeinem Drop, aber ich bin mir aber nicht sicher. Guten Tag. Ja, Pelz kann da einfach auch rein. Und Leder. Und Fasern habe ich noch nicht reingetan. Kann das sein? Kann sein. Megatherium. Ah ja, der eine Zement fehlt. Entschuldigung. Dann werden wir das mal kurz machen. Und das kann wieder durchgezogen werden. Mega. Einmal herstellen. Ich kann ja mal kurz gucken. Wir haben eine Anki-Sattel haben wir auch direkt am Start. Guck mal, das haben wir alles am Start. Das ist ja schon mal sehr gut. Da wollte ich nicht rein. Ich wollte hier einmal das wegmachen. Und hier haben wir auch, glaube ich, nichts mehr drin. Ne? Hier ist noch Holz. Nee, ein Duty Blueprint halt, aber das bringt uns jetzt auch nichts. So, und dann gucken wir uns auch mal die Werte an. Von unserem Megatherium. 5400 Leben und 365% Nahkampfschaden. Ich mache da, glaube ich, mal eben ein Bild von. Dass ich das habe. Weil ich werde es ja leveln. Aber kann dann ja nochmal nachvollziehen. Es ist mir kalt, ne? Nee, jetzt habe ich Hunger. Kann dann nochmal nachvollziehen, welche Werte das Megatherium hatte. Gut, Hunger. Und Kälte. Anki auch fertig. Sehr gut. Das können wir einmal mitnehmen. Oh ja. Oh ja. Oh ja. So, wir machen mal nur den Test hier. 117 Damage gegen das. Das war ein Headshot oder was war das?
Das ist auch neu, ne? Das habe ich jetzt auch gelernt, dass Tiere hier Headshots machen können. Das war vorher nicht so. Ja, ist okay. Ich glaube, der... Was sehen meine Augen da? Bist du alleine? Ja, tatsächlich bist du alleine, aber... Ja, nee, brauchen wir nicht. Müssen wir vielleicht später mal zähmen, aber brauchen wir jetzt aktuell nicht. Ach ja, Fasern ist ja insane. Das ist ja auch jetzt, das ist ja insane. Gut, ich glaube, ich kriege dich nicht richtig in die Base rein. Du kannst aber auch auf aggressiv stehen bleiben. Und du kommst hier unten mit rein. Zur Elite. Jetzt fehlt noch der Mammut. So, den Sattel für den Anki haben wir hier. Let's go. Nein, ich wollte aufsteigen, danke. So, du folgst mir jetzt mal bitte nicht mehr, weil du kommst auch gar nicht raus irgendwie, ne? So, perfekt. Wir sind da auch rausgekommen. Sehr gut. Also für solche Tiere. Anki kam da selbst nicht raus. Guter Taming bin. Zacki zack. Was hast du denn für Werte eigentlich? 73 Gewicht. Bisschen wenig vielleicht, aber gut. Dann können wir jetzt in der Zwischenzeit, wo das Mammut noch gesehen wird, losfliegen und wir gucken mal, ob hier oben am Gebirge schon wieder Metall nachgespawnt ist. Ich hoffe ja. Und dann können wir nämlich schon die Metallproduktion weiterlaufen lassen. Ein bisschen Zündpulver haben wir ja. Und dann läuft das parallel schon wieder weiter. Und das Gute ist ja, ich mache ja nach jeder Aufnahme immer noch die Thumbnails und mache dafür ja noch Ingame-Fotos. Also Screenshots einfach, ne? Und das Gute ist jetzt wirklich, dass das dann noch durchläuft. Nebenbei und wir da schon ein bisschen Zeit gespart haben. So, also genau. Und Döli würde jetzt anfangen, das zu machen, was er machen soll. Und du ja vielleicht auch. Vielleicht. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich setze dich mal ab, ich setze ihn mal ab, ich setze ihn mal ab. Vielleicht macht er von alleine. Oder ist er schon full? Stein fliegt instant raus. Ja, es ist die Frage, ne? Gehen wir da auf Gewicht oder gehen wir da auf Attack? Das ist so ein bisschen das Ding. Ich habe auch das Gefühl, dass er jetzt so... Okay, ich habe nichts gesagt. Auf einmal macht er 174. Mal gucken, wie viel er hier noch kriegt. Das Coole ist ja, wir können einfach einen Agi übertragen und dann ist die Nummer auch wieder durch. Ich habe gesagt, 2000 brauchen wir noch. Ungefähr, um und bei. Wir geben ja auch mal wieder ein bisschen was aus. Aber... Das Einzige wäre jetzt noch das Stück da unten, ne? Das hat er noch nicht. Egal. Einmal den Stein raus. Das sind schon 1200, die er dabei hat. Sehr gut. Und wir gehen nochmal ein Stück hoch. Gucken mal, wo hier noch eine Note ist. Eine gute alte Metal Note. Da vorne zum Beispiel. Ah ja, hier sind noch mehrere. Sehr gut. Ich wundere mich übrigens, dass es mir kalt ist. Ich bin oberkörperfrei hier. Ich habe an irgendwas Schaden gemacht, ne? Ich weiß nicht an was. Das Ding ist, ich will ja noch Öl farmen, ne? Und dafür ist auch einer dieser Dinos auch geeignet. Also entweder der Anki oder der Dödi. Bin mir gar nicht mehr sicher. Das sind 1500. Das wäre auch nochmal interessant. Weil dann geht das vielleicht auch ein bisschen schneller.
Wird auch schon wieder Nacht, ne? Da ist noch einer. Da unten ist auch noch einer. Das ist immer so ein bisschen schwierig mit dem Landen halt. War es zumindest letztes Mal. Man fliegt ja auch immer 30 Kilometer weg, wenn man absteigt. Ich hoffe, dass er die nächste, die daneben ist, auch noch mitkriegt. Sieht so aus. Jawohl. So, das sind hier 1500. 1800. Wir nehmen jetzt einfach so viel mit, wie geht, ne? Weil wir brauchen das auch für die anderen Sachen noch. Es geht jetzt für mich vor allem um die Orientierung, ob wir überhaupt genug kriegen. Weil 2000 ist ja schon mal Minimum irgendwie. Hat sich gar noch ein Stück bewegt, als ich aufgegangen bin, ne? Er ist noch einen Schritt gegangen gerade. Habe ich mir, glaube ich, nicht eingebildet. Aber das Ding ist halt, sobald wir die Industrieschmelze haben, ist das Metalleinschmelzen halt nicht mehr so das Ding. Hat er die, sind die jetzt alle kaputt hier? Da kam jetzt gerade noch was. Warte. Ja, wenn ich mich so drehe mit der Kamera. Hat er da irgendwie noch einen bekommen, sehr gut. Dann ist einfach die Geschwindigkeit halt eine andere, ne? Es ist genau... Gehe ich auf Gewicht oder gehe ich auf Nahkampfschaden? Angeblich so Nahkampfschaden. Ich habe jetzt kein Problem damit, so zu farmen, wie ich es jetzt mache, deswegen gehe ich auf Nahkampfschaden. Das ist, ne, habe ich schon ein paar Mal gesagt, beim Industriekocher ist es halt auch so, das geht halt alles deutlich schneller und vor allem automatisierter. Du musst dir da nicht mehr so viele Gedanken machen, dass du da Wasser nachlegst oder keine Ahnung was, und es wird halt auch auf einen Schlag viel mehr durchgesetzt. Na, der ist, glaube ich, ätzend hier. Ja. Ja, 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 ja. Das ist keine gute Quelle. Ist hier noch eine? Jawohl. Na, also du kriegst halt mit einem Schlag oder mit einer Produktion halt viel mehr raus. Brauchst natürlich immer noch das gleiche Material. Aber in kürzerer Zeit kriegst du halt mehr raus. So. Und dann läuft das einfach. Das sind echt immer noch Vorbereitungen halt für alles Mögliche im Game. Das muss halt erst bestehen. Weil wir dann einfach auch... Jetzt wird es aber arg dunkel, ne? Sehr neblig, auf einmal so diesig. Richtig gute Note hier gerade, die wir haben. Okay, also ich sehe gerade nicht mehr als ihr. Es ist einfach super neblig. Was ist das? Ich sehe ja gar nichts mehr. Gamma. Okay. Also ich habe gerade Gamma hochgestellt, ne? Und dann war es grau. Also man sieht keine Details mehr. Es ist einfach, der ganze Bildschirm ist einfach weg. Ich weiß nicht, was das für einen Sinn haben soll. Dass man einfach gar nichts mehr sieht. Aber vielleicht sind wir gerade zu hoch in den Wolken oder so. Naja, wir können weiterfahren. Jetzt geht's wieder. Das ist ja insane. Was ist denn der normale Gamma-Wert? Das ist der normale Gamma-Wert, okay. Deutlich gesehen im Menü, dass es heller ist als sonst. Also wir sollten auf jeden Fall genügend Metall am Start haben. Ich guck mal, dass er den irgendwie noch kriegt hier. Siehste. Nur einmal ein bisschen tricksen, dann geht das auch. Genau, es sind halt Vorbereitungen, ne? Weil wir brauchen einfach Metall für Waffen, für Munition und sowas und auch Schießpulver. Da können wir Holz, können wir da so durchballern durch eine Industrie, durch die Industrieschmelze. Das ist halt wirklich insane. Weil klar, ich habe jetzt, glaube ich, in Storytime sind wir, glaube ich, relativ
früh auch zu den Höhlen gegangen, weil das möglich war. So, das verkneife ich mir hier ein bisschen. Wir bereiten das erstmal alles vor und dann ziehen wir gefühlt alle Höhlen am Stück durch, so mein Plan. Bei der Ice Cave müssen wir mal ein bisschen gucken. Bei der schweren Wasser Cave müssen wir auch ein bisschen gucken. Aber es ist halt wirklich immer noch Base Building, ne? Das ist echt krass, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Obwohl die Werte schon höher gestellt sind und so. Das ist halt arg. Aber macht trotzdem Spaß. Ja, was heißt trotzdem? Ich glaube vor allem deswegen, ne? Das ist halt Grind. Ganz viel auch. Und dann, ja, müssen wir uns am besten die Zuchtgruppe so gut erstellen, dass man die schnell nachziehen kann, falls man an irgendeinem Boss scheitert, ne? Weil das ist immer das Ding bei Ark. Finde ich. Dass du dann irgendwie viel Zeit investiert hast und dann schaffst du den Boss irgendwie nicht und dann bist du so gefühlt auf zurück an Start, nochmal neu alles machen. Aber wir machen das schon. Ich nehme den hier auch nochmal mit. Das Mammut ist auch gleich durch. Dann fliegen wir auch zurück. Und dann werden wir ganz krass die Schmelzen befüllen müssen. Jetzt haben wir ja noch Kristall mit. Ich will nicht primär den Kristall. Ich hätte gerne... Brauchen wir auch. Aber ich hätte vor allem gerne das Metall. Ja, ist auch, glaube ich, die letzte Note, die wir durchziehen. Dann reicht das auch erstmal. Aber dann müssen wir erstmal eine ganze Zeit lang zumindest kein Metall mehr fahren. Wir brauchen noch Kristall, ja. Fürs Gewächshaus und so. Okay, das ist, scheint durch zu sein. Das ist das falsche Inventory. Das ist schon... das ist arg viel, was wir hier dabei haben. Gerade. Mal kurz gucken, was sagt mein Agi, wenn ich den Anki anhebe. Ah ja, okay, wir müssen jetzt auch zurück. Also, jetzt ist es auch für den... Ah, geht zu viel. So, einmal kurz die Schneerüstung angezogen. Wichtig, wichtig. Vegetarium können wir auch mal wegschmeißen. Brauchen wir nicht mehr. Wir wissen ungefähr, in welche Richtung unsere Base ist. Krass. Krass, 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 krass. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so viel Metall jetzt rauskriegen und dass wir jetzt so durchhauen können. Das ist echt ultra wichtig. Weil da die Industriedinger davon abhängig sind, ne? Und damit dann auch Waffen und so ein Kram, Rüstung. Was man eben so braucht, auch um eine Höhle zu machen. Weil ich hätte schon ganz gerne eine Pumpgun. In der einen oder anderen Höhle, um mich auch gut verteidigen zu können. Das nicht nur auf die Dinos bzw. Wölfe und so weiter abzuwälzen. So, wo sind wir denn? Oh, wir wissen nur ungefähr, wo unsere Base ist. Ja, ja. Sicher, sicher. Ich glaube schon hier irgendwo. Oh, der AG, der zieht aber die Ausdauer, geht jetzt aber auch da. Ganz schön den Bach runter. Das muss doch hier sein, hör mal. Hä? Da. Da ist es. Vielleicht kommen wir noch in die Base. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Es wäre schon ziemlich gut, ihn da jetzt davor zu platzieren. Ja. Das passt. So, Zündpulver. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was am Start. Sehr gut. Das brennt nicht mehr. Egal, machen wir, regeln wir gleich. Regeln wir gleich, regeln wir gleich. Jetzt. Das ist cool, das sieht aus, als wäre es an, ist es aber nicht. Zack, zack, zack. Die anderen 90. Ja, da
Das wird jetzt hier spannend. Weil ich halt kann legit jetzt gar nicht. Ich kann doch noch zwei, drei, wollte gerade sagen. Ich komme da nicht. Ich komme hier an denen, komme ich ran. Sehr gut. Feuer entzünden. Das ist sehr viel Metall auf einmal. Sind wir sehr, sehr fleißig gewesen. Da nochmal zwei rein. Ich versuche das so einigermaßen gleichmäßig aufzuteilen, aber ich mache mir da jetzt auch nicht so den... da sind vier drin. Überall vier. Vier quasi und an den komme ich jetzt nicht ran. Jetzt komme ich da ran. Zack, zack, zack. Feuer entzünden. Da gehen auch nochmal zwei rein. Haben wir noch 1, 2, 3, 4. Kommen in den anderen auch nochmal vier rein und... Der geht nochmal hier rein. Und der nochmal. Da einfach. So, er ist immer noch völlig überladen. Weil hier haben wir ja auch noch die Möglichkeit zu brennen. Ah, da ist sogar noch was drin. Sehr gut. Fliegen wir den einmal rüber mit dem Agi. Und setzen den mal da irgendwie so dann. Nein, wir setzen den schon ziemlich daneben. Das müsste ganz gut passen. Kurz einmal den übelsten Damage bekommen. Na komm, kann ich noch einmal bitte? Nein, das ist falsch. Ich möchte gerne den Anki haben. Den Anki. Da haben wir ihn. Sehr gut. Das brennt durch und läuft jetzt eine Stunde. Eineinhalb Stunden läuft das durch. Sehr, sehr gut. So, dann können wir den da einmal wegnehmen. Und sperren ihn aus. Nein, natürlich nicht. Wir nehmen ihn wieder mit in die Base. Ziggy Zaggy. Jetzt haben wir noch ganz viel. Ja, okay, ist noch ganz viel Kristall drin, aber wir haben auch viel Feuerstein. Ganz viel ist übertrieben, aber wir haben noch ein bisschen Feuerstein. Zack, zack. Zack, zack. So, guck mal, und der braucht eigentlich nur 100, ne? 200 Feuerstein heißt 100 Stein. Dann donnert das auch nochmal durch. Da bräuchten wir Berries für. Da hätten wir eigentlich auch welche im... Okay, 8 Stück noch. Dann können wir da mal kurz ein bisschen... Oh, das geht aber fix. Das einmal entzünden. Sehr gut. Jetzt haben wir irgendwo noch den Sattel für das Mammut. Ich habe ihn repariert. Okay. Da fliegen wir mal eben hin. Und holen uns das mal. Denn das haben wir uns ja hart erarbeitet, nicht wahr? Da ist es auch schon. Crazy, crazy, crazy. 224, ey. 6,6k Leben. Das ist ordentlich. Der Agi kann mir folgen. Ah ne, warte, wir machen mal. Jetzt muss ich kurz einmal gucken, wo das denn geht. Nein. Das ist ja insane. Ja, das hätte ich gerne, wenn ich, das gibt es einen Buff? Scheinbar.
krass. Also man könnte irgendwie mit einem Mammut und dann jemand Passagier sitzt und... Crazy. Reiten, Tracking, Info. Okay. Ja, in der Einstellung Optionen. Namen ändern. Money. Wer greift an? Ich finde gut, dass der Agi scheinbar auch passiv ist. Oh, schon down. Ja, das ist ja cool. Das hatte ich mich ja letztes Mal gefragt. Brauchen wir auch nicht mehr. Ob man das quasi besteigen kann. Wie, das hätte ja auch Sinn ergeben. Also, ne? Schien ja so, als würde es gehen. Level 20 ist der Terry auch nur. Brauchen wir nicht. Crazy auf jeden Fall. Dass das geht. Finde ich cool. Das heißt, man könnte da so quasi... Wahrscheinlich ist das ein PvP-Ding, ne? Was soll man das im PvE machen? Wenn wir mal ehrlich sind. Also erschließt sich mir nicht. Sehr gut, wir können mal einmal schon mal so einen Baum hier wegmachen. 174. Ah, das ist doch ordentlich. Das ist doch ordentlich. Der kommt hier in die erste... Oh, ein bisschen einparken hier. Also jetzt ein Terry, ne? Jetzt ein 150er Terrazino. Da ist noch die Trap. Ich habe, glaube ich, noch das Panel dabei. Und dann geht das los. Das wäre natürlich auch ultra cool. Megatherium. Hätte auch noch ein Narco-Berries dabei. Bei dir hatten wir alle rausgefahren, ne? Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann werden wir einmal nochmal Narco-Berries reinschmeißen. Ist nicht so krass viel, was wir da noch herstellen können, aber besser als Gornix. Und hier müssen wir, glaube ich, einmal auffüllen, ne? Jawohl. Damit das... Ne, müssen wir nicht. Krass, ja gut. Dann können wir das ja auch ausmachen. Das brennt alles durch. Und dann sind wir quasi kurz davor. Ist sehr dunkel gerade, ne? Sind wir gerade kurz davor. Mal kann man auf 3. Und die Schmelze, die große, bauen zu können. Sehr, sehr gut. Ja, Kristall haben wir ja auch schon ein bisschen am Start. Da... Also ich hatte halt überlegt... Also man muss das ja einmal hier kurz alles wegfarmen, ne? Was hier so an Bäumen und sowas ist. Oder Gestrüpp. Und könnte hier ein Gewächshaus halt hinsetzen. Dann kommt er hier auch gut hochgelaufen. Also hier oben einfach. Und jetzt sehe ich gerade, dass man hier... In dem Bereich zum Beispiel... Das ist vielleicht auch schon hier der gesamte Bereich... Not haben wir schon, naja. Könnte man so eine Zuchtstation bauen? Müssen nur gucken, also man kommt hier einfach in die Base reingelaufen, ne? Das ist... Ist hier nichts Abgeriegeltes, das musst du nochmal zubauen dann. Also mit den 3 Türen ist es auf jeden Fall nicht getan, aber hier hätte man auf jeden Fall eine Fläche, wo man so Sachen machen könnte. Oder hier drin oder so. Einfach das Gewächshaus. Muss ich halt immer ein bisschen latschen, um die Sachen zu holen, aber vom Ding her wäre das schon ziemlich cool. Und hier drüben haben wir theoretisch also halt auch noch die Möglichkeit, irgendwas zu machen. Ne? Also hier geht es auch noch längs. So. Was ich halt cool finde, ist dieser Gang. Ist hier unten, der mir gar nicht so aufgefallen ist. Kommen wir nicht durch, ne? Aber dann wären wir wieder in der Base. Das ist eigentlich auch ganz nice. Kann man vielleicht nochmal eine Tür hinsetzen oder so. Damit es zum einen auffälliger ist. Und... dass so ein bisschen abgesichert ist. Aber wer soll da reinkommen? Also Tiere kommen da in der Regel nicht rein. So, Gamma wieder runter. Sehr schön. Ja, das zeckt durch. Das freut mich. Das ist halt echt richtig, richtig gut. Dass das läuft.
Und vor allem Megatherium, ne? Es kribbelt in den Händen. Ich muss mir nochmal angucken, was ich genau brauche für die Sumpfhöhle an Equip. Und dann fahren wir auch Kryokapseln und sowas zusammen, dass wir da einmal reingehen können. Weil das wäre der Easy Way für Chitin auf jeden Fall. Und ja, ich bin mir nicht sicher, ob ich zu leveln will, ehrlich gesagt. Bin ich mir gerade unsicher. Kann ich noch nicht sagen. Naja, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dann.